Wir sind alle Leute, die hier bei Gorilla arbeiten und wir protestieren alle gegen die Arbeitsbedingungen, weil ja, die einfach schrecklich sind. Oft wird Lohn nicht bezahlt, nicht rechtzeitig bezahlt, gar nicht bezahlt. Die Fahrräder sind kaputt, die Rucksäcke sind kaputt. Man kann kaum Pausen machen, muss die ganze Zeit hier quer durch die Kieze düsen. Jetzt wurden auch noch Leute gefeuert, die gestreikt haben. Und ja, deswegen sind wir heute hier und werden auch weiter streiken, wenn sich da nichts ändert. Wir wollen einfach Arbeitsbedingungen verbessern, nicht nur für uns, sondern eben auch für die nachkommenden Generationen sozusagen. Und wenn wir jetzt nichts machen würden, dann wird es ja einfach so weitergehen. Und wir müssen jetzt einen Grundstein legen, dass die, die nach uns kommen, auch einfach verbesserte Bedingungen haben.